Im dritten Teil unserer Reihe zum 20. Jahrestag der Terroranschläge auf das New York World Trade Center widmen wir uns den besonders mysteriösen Fakten und mehreren toten Zeugen. Es gibt von den Terroranschlägen des 11. September 2001 diverse TV-Bilder, die einen Reporter während einer Live-Schaltung zeigen. Man sieht, wie er einige Blocks vom sogenannten Ground Zero entfernt ausgebrannte und schwer ramponierte Autos und sogar LKW zeigt, während Papier unverbrannt auf den Straßen liegt. Da diese Fahrzeuge definitiv nicht von Trümmerteilen der eingestürzten Türme getroffen wurden, stellt sich bis heute die Frage, was hier passiert sein könnte. Hier sehen wir sogar, dass der Motor mit anderen Teilen des Autos zusammengeschmolzen ist. Schwenken wir rüber, sehen wir ein anderes Fahrzeug. Es sieht aus, als wäre es im Krieg gewesen. Wie Sie sehen können, sieht man im Innern noch Papiere, die aus dem Gebäude geflogen sind und alle anderen demolierten Teile. Und man erkennt daran, wie zerstörerisch die Wucht war. Auf der anderen Straßenseite sieht man ebenfalls ein extrem deformiertes Fahrzeug. Die Leute versuchen herauszufinden, was für eine Art Fahrzeug es war. Auch hier ist das Fahrzeug in einem üblen Zustand. Viele Dinge, zum Beispiel der Stahl, sind geschmolzen. Auch hier eine ähnliche Szene. Das Auto brennt, das Papier nicht. Diese Bilder gelten für manche als Beweis dafür, dass am 11. September 2001 eine Art Hochenergie-Strahlenwaffe eingesetzt wurde. Eine angeblich vom US-Militär entwickelte Geheimtechnologie. Diese Theorie wurde von Dr. Judy Wood, einer amerikanischen Wissenschaftlerin, in ihrem Buch Where Did the Towers Go? Erstmalig in den Raum gestellt. Dies zu beweisen ist natürlich schwierig, was nur zeigt, wie komplex dieser Fall insgesamt ist. Umso wichtiger wäre eine neue und wirklich unabhängige Untersuchung des Kriminalfalles 9/11. Des Weiteren gibt es auch Aufnahmen, die ein Fernsehteam dabei zeigen, wie es in das mittlerweile evakuierte WTC 7 läuft und dort von einem Secret Service Agenten gebeten wird, das Gebäude sofort zu verlassen. I think you should leave. Everybody else is gone. Okay. I'll just make sure that there's nobody else coming downstairs. What I hear the top of the building fell down. Fell over on us. I don't know, I haven't seen outside yet. Have you, As a matter of fact, we're standing right underneath Six World Trade when the plane hit it the first time. Describe it. A plane, the engine screaming, and then just an explosion. Glass, then everybody was running around trying to get away. Have your name and spell it. Bennett, B-E-N-N-E-T-T-E. Sergeant? Secret Service. Secret Service? How do you want your title? OST. OST, thank you. Zudem sind die Türme, wie im zweiten Teil bereits erwähnt, förmlich pulverisiert worden. Dennoch fand man im Schutt der Türme den unversehrten Reisepass des angeblichen Attentäters Saddam al-Zoukami. Wie das genau passiert sein soll, wurde auch nie wirklich erklärt. FBI tells NBC News it was some distance from Ground Zero that a civilian found a passport lying on the street belonging to one of the suspected hijackers. Da von den Zwillingstürmen praktisch nur noch Schutt übrig geblieben ist, ist es wohl kaum möglich, dass ausgerechnet dieser eine Reisepass das Ganze unbeschadet überstanden hat. Ebenso seltsam ist es, dass das FBI nach den Anschlägen in seiner Fahndungsliste Osama bin Laden zwar als die Nummer 1 der meistgesuchten Menschen führte, jedoch nie wegen der Anschläge des 11. September. Auf Anfrage musste das FBI zugeben, dass man dafür keinerlei Beweise hätte. Doch umso mehr man von den Ereignissen rund um 9/11 erfuhr, umso grotesker wurde das Gesamtbild der offiziellen Version. Die BBC veröffentlichte infolge der Terroranschläge einen Artikel, der sich auf Informationen des französischen Geheimdienstes berief. Demnach soll der damals schon schwer nierenkranke Osama bin Laden 2 Wochen vor den Anschlägen in Dubai in einem US-Militärkrankenhaus behandelt worden sein und dort auch den ansässigen CIA-Attaché getroffen haben. Zurück nach New York. Der sogenannte Ground Zero wies bei den Bergungsarbeiten bis in den November noch sehr hohe Temperaturen auf.
Viele Feuerwehrmänner berichten davon, dass sie bei den Räumungsarbeiten immer wieder auf Herde von noch flüssigem, geschmolzenem Stahl stoßen, vergleichbar mit kleinen Flüssen aus Lava. Molten Steel. Molten Steel running down the channel rails. Like you're in a foundry. Like lava. Nicht wenige dieser dort tätigen Feuerwehrmänner sind in den Jahren danach zum Teil an Krebs und anderen schweren Krankheiten verstorben. Im Januar und Februar 2002 wurde klar, dass ich sehr, sehr krank war. Ich konnte fast nicht mehr laufen, fast nichts mehr essen. Ich konnte nicht mehr atmen. Matthew Tartaglias Zähne fielen aus. Besonders auffällig im Kriminalfall 9/11 ist auch das massive Zeugensterben. So starben zahlreiche wichtige Augenzeugen oder Whistleblower, zum Teil auf äußerst seltsame Weise in den Jahren nach den Terroranschlägen. Hier seien nur einige prominente Beispiele von dieser langen Liste der toten Zeugen erwähnt. Barry Jennings war ein wichtiger Augenzeuge der Ereignisse im 7. Turm des World Trade Centers. Explain to me the moment of impact. Well, me and Mr. Hesch, the corporation counsel, were on the 23rd floor. I told him we got to get out of here. We started walking down the stairs. We made it to the 8th floor. Big explosion. Blew us back into the 8th floor. Der niederländische Sprengmeister Danny Jovenko, der als einer der ersten beim Anblick des Einsturzes vom WTC-7 von einer kontrollierten Sprengung sprach und einige Jahre später mit seinem PKW gegen einen Baum krachte. Ebenso seltsam ist auch die gezielte Tötung von William Cooper, der schon vor dem 11. September 2001 über gezielte Anschläge in diversen Radiosendungen berichtete. Is that Osama bin Laden is planning to attack the United States of America and Israel. And I'm telling you, be prepared for a major attack. But it won't be Osama bin Laden. Doch die Liste der mysteriösen Todesfälle ist wie gesagt noch weitaus umfangreicher und würde wohl mehrere Sendungen ausfüllen. In den Bereich der mysteriösen Zufälle lassen sich wohl auch die zahlreichen zeitgleich stattgefundenen Luftraumübungen des US-Militärs einordnen und sorgte dadurch angeblich für Verwirrung bei den Fluglotsen. War es bloß ein Zufall, dass an diesem Tag Kriegssimulationen und Manöver geübt wurden? Inklusive simulierten Flugzeugentführungen? Flugzeuge, die in Häuser krachen, mit simulierten Radarpunkten. NORAD und die FAA waren verwirrt. Ist das real oder eine Übung? Wir haben Meldung von 11 Flugzeugen, die vom Kurs abweichen. Wir wussten nicht, ob es noch mehrere gab. Doch die schier endlose Reihe an Zufällen ist damit noch nicht zu Ende aufgezählt. An der Wall Street gab es Wetten auf den Kursabsturz von Boeing, American Airways und anderen Firmen. Eine Schweizer Universität ging diesem Sachverhalt nach und stieß nach langer und mühseliger Recherche auf ein Firmenkonstrukt, das man mit der CIA in Verbindung brachte, die diverse Wetten vor den Anschlägen platziert hätte. Dass allerdings die CIA auch tatsächlich hinter diesen Firmen steckte, konnte man jedoch nie wirklich beweisen. All diese vielen offenen Fragen sind bis heute natürlich ebenso wenig aufgeklärt worden wie die 9/11-Anschläge an sich.